Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf dem nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, wir sind soweit hier fertig mit dem Überladen. Und da bin ich mal gespannt, ob der Kollege hier auch alleine zurückfindet. Sondern zur Mehlfabrik findet, dort ablädt und wieder zurückkommt zu Feld 67. Wunderbar. Drescher entladen. Das müsste eigentlich alles soweit funktionieren noch. Wir speichern mal zwischendurch. Bin jetzt mal gespannt, ob er die Musik erkennt er noch. Aber sobald ich ins Menü reingehe, eben nicht mehr. Okay. Aber wir sind überall dran am Umladen, Überladen, Hin- und Herladen und so weiter und so fort. Aber ich würde auch mal sagen, wir müssen uns mal noch ein wenig hier um die Rundballen kümmern. Ja klar, das ist jetzt ein bisschen Stresstest. Für das System. Theoretisch dann irgendwo hier würde ich dann rausfahren. Und ich möchte jetzt einfach mal hier die 25 Silage Rundballen ausgelagert haben. Dass ich eben weiß, wo ich hier genau langfahren muss. So. Wunderbar, dann können wir hier so nebendran fahren. Macht er jetzt einen Punkt? Moment. Ja, er macht den Punkt, sehr schön. Ich werde jetzt aber einmal ganz kurz zwischenspeichern, weil ihr kennt mich, ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Ja, was das hier angeht. So, und ich möchte mit dem Punkt benennen, und zwar ist das Ballenhalle 1 laden. Ballenhalle 1 laden. Und wie es aussieht, klappt der Punkt. So. Aber ich muss hier versuchen, eben hier einmal nochmal durchzufahren. Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt irgendwie nicht mehr ganz hinhaut. So, und dann hier hin verbinden. Das ist halt ja eine relativ enge Kurve, muss man so sagen. So. Relativ enge Kurve. Ballenhalle 1 laden, da soll er mal hinfahren. Okay, der wird blockiert. Ja, das ist mir klar, dass der blockiert wird. Na gut, eigentlich auch wiederum nicht, ne? Aber eigentlich wiederum nicht. Naja. Wir werden sehen. Ich werde jetzt einfach hier hinten nochmal starten. Hier. Oder starten lassen, besser gesagt. Muss entladen werden. Na gut, der ist jetzt ja gerade unterwegs, ne? Der muss halt warten. Okay, der Big M ist auch fertig, der bleibt aber auch erstmal stehen. Okay, und das war dann Feld 67. So, hier kann ich auch ein bisschen abkürzen, also so ist es ja nicht. So ist das ja nicht. Und ich sehe gerade, hier kommen nur Eier raus, also...
nicht schlecht. So, Moment, den muss man einen Tick zurücksetzen. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir hier eben sauber rumkommen. Dann hier hinsetzen, der Punkt. Und dann einmal hier rum, dann müssen wir halt... Das halt ist das Problem, ne? Ich muss ja relativ nah ranfahren. Aber ich glaube nicht, dass wir so über die Stelle bedienen können. Aber sag's mal so, oder? Wir werden sehen. Auf jeden Fall Stroh geht, aber im Futter müsste ich eventuell noch ein bisschen rausziehen, um das eben zu automatisieren. Na, jetzt da ging der Punkt auf. Sehr schön. Das ist dann Hühner 1 Stroh. Wunderbar. Und dann wollte ich einfach hier hinfahren. So. Wunderbärchen. Passt. Na, haben wir hier verbunden. Das ist ja super. Na, überall sehe ich hier diese Ausrufezeichen. Das gefällt mir ja absolut gar nicht. Soll ich jetzt gerade hier noch einfahren? Ach komm, das machen wir jetzt auch noch schnell. Ich weiß, ihr sollt ja eigentlich auch mal überprüfen. Diese ganzen Kurse, wo ich jetzt hier einfahre. So. Erstmal müssen wir hier jetzt abladen. So. Ja, das dauert jetzt halt immer noch so einen kleinen Moment. Ja, so. Eine Gedenkminute. Aber eben die beiden Felder, die werde ich dann halt mal separat einfahren müssen. Beziehungsweise ich fahre die ja nicht ein, sondern... Macht er noch einen? Macht er nicht. Sehr schön. So, aber ich kann ja hier schon mal überprüfen, ob Hühnerstroh, ob er da überhaupt so rum hinkommen würde. Okay. Das passt ja auf jeden Fall schon mal. Das passt auf jeden Fall schon mal. Nochmal ein Stück zurück. Jawohl. Das war jetzt hier die 44. Jetzt müssen wir mal gucken, an welches Feld wir dann jetzt noch hinfahren. So, das schauen wir jetzt gerade mal. Welches Feld nehmen wir dann als nächstes? Sind wir hier 44? Sehr schön. Da sind wir am werkeln. Dann würde ich sagen 35, ne? Ja, machen wir 35. Obwohl, was ist eigentlich auf der 35 drauf? Weizen. Jawohl. Weizen. Also einmal hier zur 35 fahren. Upsala, war doch der richtige Reiter. Er hat die Arbeit beendet, auch gut. So, jetzt kann ich erstmal hier hingehen und alle mal hier die Kurse rauswerfen. So, das passt. Muss entladen werden. Ja, der wartet hier jetzt auf seinen Kompagnon. Der wartet hier auf den Kompagnon, alles gut. Das darf er doch gerne tun. Und der, ja gut, der muss jetzt erstmal hier den großen Bogen fahren. Habe ich wahrscheinlich nicht eingefahren, ne? Na gut, das gibt's halt mal. Mal hier rum. Ja, das sieht doch schon wahnsinnig riesig aus, finde ich. Hier sammeln wir natürlich auch wieder hier dieses Flachs.
auf. Und dieses Flachs ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns. So. Und ich stehe hier hinten, oder? Nee. Bin ich mit dem hier hingefahren? Ich glaube. Ich glaube. Deswegen müssen wir den erstmal nehmen. Und sagen wir hier Feld Nummer 70. So. Einmal hier rumgelenkt. Hier rausfahren und let's go. Er hat Freude. Er kann jetzt tun und lassen, was er möchte. So. Was machen wir als nächstes? Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, der ist ja auch fleißig am Dreschen. Gefällt mir. Und er hat den Weg hierhin geschafft. Das gefällt mir. Sehr schön sogar. So, und dann ist hier letzter Wegpunkt. Und dann darf er da mal hinfahren. Einfach mal so kurz zwischendurch. Zip. Und darf dann da hin. Was ist jetzt eigentlich hier oben los? Der möchte hier nicht fahren, habe ich so das Gefühl. Irgendwie scheint er hier gerade eine Blockade zu haben. Und dann helfen wir ihm mal hier kurz, die Blockade zu lösen. So, wie sieht sie eigentlich aus mit unseren Füllständen? Ah, Silage nur 233.000 Liter. Ist nicht viel, aber ich denke mal, da wird jetzt noch einiges reinkommen. Wenn wir den Kuhstall hier unten gefüllt haben mit den Ballen und wenn wir die BGA gefüllt haben. Momentchen mal. Ah, hier produziere ich viel zu viel. Hier produziere ich auch mehr, wie ich bräuchte. Ja, das passt doch alles soweit. Das passt doch alles soweit. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Holz? Einfach nur Holz. Holz. Ja, okay, da tun wir jetzt ordentlich nicht brauchen. Und dafür ordentlich wieder verbrauchen. So. So, genau. So, das passt ja hier auch wie die Faust aufs Auge, wie wir hier reingefahren sind. Und er wollte es gerade nicht, dass ich ihn zusammenklappe, aber er muss, er muss. Das Kurs haben wir natürlich auch schon. Jetzt geht es natürlich wieder in eins von unseren Feldern. Ne? Das ist ja auch ganz klar. Immer wieder mal eins von unseren Feldern zu nehmen. So. Der Kurs passt auf jeden Fall auch. Und die haben sich hier eingefügt, dass du hier nicht reinlaufen kannst. Okay, interessant. So, und jetzt haben wir hier eben wunderbar das so eingefahren, dass wir hier perfekt nebendran uns hinstellen. Und wir sagen, wir tun einfach mal hier ein paar Ballen in die BGA bringen. Ja, ich weiß, ich tue das auch irgendwie immer so komisch stückeln, ne? Mit dem Ausbauen des Autodrive-Netzes. Weil ich einfach nicht für euch so viel auf einen Schlag machen möchte, ne? Aber garantiert ist mir jetzt irgendwo wieder ein Fehler unterlaufen und irgendwo habe ich jetzt entweder zwei Traktoren hingeschickt aufs gleiche Feld oder irgendwo auf ein Feld wieder gar kein Traktor. Da müssen wir einfach mal gucken. Obst, Pfirsichplantage, Pfirsich, Boosterherbizid. Sehr gut.
Na gut, also sehr gut ist es nicht, aber es ist halt zumindest schon mal deutlich, deutlich angenehmer, sage ich jetzt mal. So. Wenn ich jetzt hier anhalte, könnte ich ja eigentlich das auch gut getroffen haben, wenn ich natürlich die richtige Abladeseite erwischt hätte. Ne? Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.